Wohngaststätte Haus am Reitstein in Brottenrode. Brottenrode Trusetal ist ein uriger Laden, aber wer hier nochmal herkommen möchte, sollte sich beeilen. Der Laden steht nämlich zum Verkauf. Die Wirte machen aus Altersgründen zu und finden keinen Nachfolger. Schade eigentlich, weil es ist nämlich ein schöner Laden. So, Tag 2 unserer Thüringen-Tour. Wir sind in Brottenrode-Trusetal in der Pension Haus zum Reitstein. Hier. Da sind wir gestern eingezogen, haben jetzt die Nacht verbracht, schön gefrühstückt, unsere Sachen getrocknet, nachdem wir gestern von Blankenburg aus quer über den Kyffhäuser gefahren sind. Und war das Kyffhäuser oder Harz? Blankenburg am Harz, ne, heißt das. Und dann quer über den Harz und dann in Kyffhäuser rein. Und dann patschnass geworden sind gestern. Aber wirklich, stundenlang durch starken Regen gefahren. Wetterprognosen für heute sind so einigermaßen durchwachsen. Momentan sieht es ja noch ganz gut aus, aber da geben wir uns mal keinen Illusionen hin. Das wird nachher schon wieder anfangen zu schiffen. So, und dann gucken wir uns heute mal so ein bisschen die Gegend an hier, ne? Mopeds sehen aus wie Hulle. Das ist irgendwie Go-Kart-Fahren angesagt da drüben. Naja, gut, los geht's. Sommerrodelbahn hier, oder was ist das? Inselsberg Funpark. Und damit, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück hier bei Gradmeter 24. Euer Fritze mit einem neuen Motovlog aus dem Thüringer Wald, Inselsberg, Brottenrode, Trusetal. Heute auf einer gemütlichen Motorradtour über den Rennsteig Thüringer Wald. Wir hatten ja gestern einen kleinen Ausrutscher, einer aus unserer Gruppe. Wie das passiert ist, weiß nur er. Weder der Kollege davor noch der Nachfolgende hat es gesehen. Was passiert ist, auf einmal ist eben das Vorderrad in einer Rechtsbergabkurve weggerutscht und lag im Gegenverkehr im Straßengraben. Aber ihr habt es ja gesehen. Nichts passiert großartig, weder der Maschine noch dem Kollegen. Da haben wir noch mal Glück gehabt. Ja, ich habe das also gar nicht mitgekriegt, wann sich die Kameras verabschiedet haben. Die Facecam auf jeden Fall deutlich vorher. Und die Auswertung zu Hause wird es ergeben, was wir alles an brauchbarem Filmmaterial hier eingefangen haben. Ja, insgesamt waren wir gestern am Überlegen. Wir waren 8.30 Uhr losgefahren, dann hatten wir irgendwie anderthalb Stunden Mittagspause und nochmal zweimal oder dreimal zum Tanken angehalten. Das hat dann auch jedes Mal so 20, 30 Minuten gedauert und waren um 18 Uhr und ein paar zerquetschte dann hier in Brottenrode. Waren 320, 325 Kilometer und das deckt sich mit dem, was ich gesagt habe. Du kommst also auf der Landstraße, du kannst machen, was du willst, kannst fahren wie ein Irrer. Aber du bleibst irgendwo im 60er-Schnitt hier hängen. Es sei denn natürlich, du fährst hier gut ausgebaute Bundesstraßen, Schnellstraßen, wo man es dann mal laufen lassen kann. Aber wenn du hier solche Nebenstraßen fährst wie sowas hier, dann bist du bei einem 60er-Schnitt. Und das heißt, für 300 Kilometer brauchst du 5 Stunden reine Fahrzeit. Da beißt die Maus keinen Faden ab, gell? Go. Ja, die Sicherung an Juniors X-Moto hält auch jetzt. Wir hatten ja schon befürchtet, dass wenn das Moped über Nacht draußen steht und feucht wird, dass da bestimmt irgendwie wieder was los ist, was dazu führt, dass die Sicherung gleich morgens rausfliegt. Aber nein, sieht immer noch ganz gut aus. Toi, toi, toi. Und meine Dicke hier ist auch angesprungen, auch wenn sich dieses Symptom jetzt stabilisiert hat, sprich Schlüssel rein, Aufstellung, Zündung einstellen und dann dauert es etwa 30 Sekunden, 45 Sekunden, bis die Lichter angehen im Cockpit.
Aber wenigstens darauf kannst du dich verlassen. Und wohlgemerkt auch nur im kalten Zustand. Wenn die Maschine erstmal warm ist, dann ist das alles ganz normal. Dann gehen also die Lichter sofort an. Da bin ich mal gespannt, woran das liegen könnte. Kann das mit der Batterie zusammenhängen? Tja, weiß ich auch nicht. Jetzt achtet hier mal auf die Schutzplanken. Nebenbei bemerkt, die Dinger heißen Schutzplanken und nicht Leitplanken. Achtet mal auf diese Dinger hier, die sind doppelt. Und wenn ihr sowas seht, dann könnt ihr schon mal davon ausgehen, dass das für Motorradfahrer eine etwas, na, ich sag mal, zumindest eine anspruchsvollere Strecke ist. Und mit diesen doppelten Schutzplanken hat es Folgendes auf sich. Um zu verhindern, dass gestürzte Motorradfahrer unter dieser, wenn es jetzt eine einfache Schutzplanke wäre, da unten reinrutschen und sich an den Pfosten sämtliche Knochen brechen, hat man hier eben unterhalb der oberen Schutzplanke noch eine zweite installiert. Und das hat man deswegen gemacht, weil das hier höchstwahrscheinlich Unfallschwerpunkte sind. Also nichts passiert ja ohne Grund in Deutschland und in Zeiten knapper Kassen, leerer Kassen, macht man das hier nicht aus Jux und Dollerei, sondern da könnt ihr den Arsch drauf verwetten, dass das hier Unfallschwerpunkte sind. Und daraus wiederum lässt sich schlussfolgern, überall dort, wo ihr solche doppelten Schutzplanken seht, hat man es dann mit kurvenreichen und anspruchsvollen, eventuell sogar gefährlichen Strecken für Motorradfahrer zu tun. Das ist also auch ein guter Hinweis darauf, rechtzeitig alle Sinne einzuschalten. Und hier so zum Sage, Fuchs und Has zum Sei. Ja, wir waren ja schon mal in ganz ähnlicher Besetzung vor 7 Jahren hier in der Nähe, auch auf dem Rennsteig. Und damals hat es einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Einer unserer Mitfahrer ist auf einer gefährlichen Strecke im Gegenverkehr geraten, in der Rechtsharnadelkurve. Und dort frontal mit einem Pkw zusammengestoßen. Was natürlich so ein kleines bisschen die Stimmung getrübt hat. Um nicht zu sagen, es war ganz schön scheiße. So, und als ich den Kollegen gestern im linken Straßengraben liegen sehen hatte, habe ich gedacht, naja, klasse, fängt er wieder mal schon wieder gut an. Thüringen scheint kein gutes Pflaster für unsere Motorradgruppe zu sein. Aber es ist gestern nochmal alles gut gegangen. Und ich hoffe, es reißen sich alle am Riemen und vor allen Dingen, wir haben das nötige Quäntchen Glück, dass eben nichts passiert. Hängt ja nicht immer nur von den eigenen Fähigkeiten ab, sondern eben sehr oft auch von anderen Verkehrsteilnehmern, ob man hier beim Motorradfahren mit heiler Haut davonkommt. Jedenfalls die Landschaft und die Straßen hier sind eine ziemliche Wucht, muss ich sagen. Das ist schon richtig geil hier, Thüringer Wald, Kyffhäuser, Rennsteig. Und ich sagte ja neulich schon, als ich auf dem Weg in die Schweiz war, sehe meine Schweiz-Tour hier oben. Oder hier, wo muss ich da hinzeigen? Hier, glaube ich, so, ne? So nach dem Motto, warum in die Ferne schweifen? Wenn das Gute liegt so nah, also jeder fährt immer die Alpen. Natürlich. Tot? Gut, also dann hat sich die Sicherung bei Christian jetzt doch verabschiedet. Aber wir haben doch Ersatzsicherung dabei, werden wir nachher mal gucken.